Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei uns im Garten-Gemüse-Kiosk. Herzlich willkommen zu dem Thema Freilandtomaten. Ihr kennt das von uns. Bei uns im Shop, in unserem Sortiment, bieten wir euch nur an, was sich bei uns im Garten ja bewiesen hat. Wo wir euch in den Videos zeigen können, wie wir es anbauen und was wir dabei machen, damit es auch wirklich gut funktioniert. Wenn die das bestanden haben, dann kommen die in den Shop. Hier sind zwei neue Kandidaten. Das sind zwei Sorten, beides Freilandtomaten. Eine Tomate hat einen noch ganz lustigen Namen, noch so ein alter Züchtername ist das. Der CULTOT2988. Ich denke, im weiteren Verlauf wird die auch noch einen aussprechbaren Namen bekommen. Und die andere ist die Philamina bzw. die Bonbon-Tomate. Beide sind für den Freilandanbau gezüchtet worden. Es ist natürlich wieder biologisches, ökologisches, samenfestes Saatgut. Und wie sich die jetzt die Saison über machen bei uns im Garten, das seht ihr jetzt in dem Film. Wenn die sich hinterher gut machen, ich bin sehr gespannt, wie die wachsen und was wir dabei beachten und worauf wir achten, das seht ihr jetzt auch in dem Film. Ich hoffe, mindestens eine von denen macht sich so gut, dass sie hinterher bei uns im Shop landet. Jetzt kommen die erstmal in die Erde. Pflanzen habe ich, den Dünger habe ich für den Boden. Mir fehlen jetzt noch ein bisschen Wasser und die Stangen, die hole ich jetzt noch eben. So. Hier habe ich jetzt die vier Pflanzen, die zwei Sortenkandidaten. Das Fleckchen, was wir uns ausgesucht haben, ist jetzt ungefähr ein Quadratmeter groß, also ein Meter mal ein Meter. Vorher stand hier Spinat drauf. Das heißt, wir müssen natürlich ein bisschen den Boden aufbessern und wir werden ihn düngen. Das machen wir gleich mit dem Kleedünger. Aber vorher muss ich natürlich den Mulch abnehmen. Und das wird jetzt auch passieren. Also ich nehme den Mulch weg, dünge die Fläche auf und dann hinterher werden wir Löcher buddeln und die Tomaten einpflanzen. Das kommt gleich. Jetzt ist vielleicht die Frage, wie verteile ich denn gleich den Dünger? Die einen sagen vielleicht direkt ins Pflanzloch rein, aber wir machen es jetzt so, dass wir den Dünger auf der Fläche ja gleichmäßig verteilen. Unserer Auffassung nach oder Überlegung müsste doch eigentlich die Pflanze hergehen und mit den Wurzeln selber nach den Nährstoffen suchen und sich so wie eine Aussaaterde auch einfach ja breiter aufstellen und damit stabiler stehen. Wie genau das dann hinterher wirklich ist, das werden wir bestimmt noch mal dieses Jahr vielleicht einen Experten fragen können. Habt ihr vielleicht auch eine Meinung oder eine Erfahrung dazu? Ich weiß ja, in unserer Community sind so die ein oder anderen fachlich versierten Gärtner dabei. Schreibt mir gerne euer Feedback in die Kommentare, da freue ich mich drauf. Es riecht echt wie Wiese. Den werde ich jetzt einhaken und als nächstes werden wir Pflanzlöcher für die Tomaten buddeln. Bei den Tomaten achten wir darauf, wenn wir sie einpflanzen, dass wir sie ein bisschen tiefer setzen und die unteren Blätter knipse ich einfach ab. Oh ja, Wurzeln sehen gut aus. Da die Tomaten ja ganz gerne so einen Luftzug haben, haben wir jetzt einen Abstand von ungefähr 50 cm gewählt. Die haben es ja ganz gerne luftig und Stäbe kriegen die auch noch gleich. Ah, die sieht auch gut aus. Unteren Blätter weggemacht. Ach, ich buddel doch gerne mit den Händen in der Erde. So. Oh, okay. Das war jetzt die Philamina hier. Und ich sehe schon, hier sind einige Blätter, die haben noch Kontakt mit dem Boden. Wir entfernen diese Blätter, dann gibt es nicht so viel Grund, da irgendwie rumzufaulen oder so. Die Tomate wächst dann einfach auch super. Also die, die nach unten gehen, die
Ja, die kann man hier gar nicht so einfach entfernen mit den Fingern. Die ist so stabil und schwer gewachsen. Die schneide ich lieber ab. Die geht auch noch nach unten. Machen wir die auch ab. Bei der Pflanze jetzt zum Beispiel ist ein Blatt, das beugt sich so nach unten und das kann ich auch einfach einkürzen. Das schneide ich das hier ab und mir geht es jetzt einfach nur darum, dass die Blätter keinen Kontakt zum Boden haben, um da eventuell irgendwelche Pilze oder Krankheiten, Fäulnisse anzuziehen. Bei der ist es auch so, dann mache ich das auch so, schwapp ab. Genau, wunderbar. Alle Tomaten sind jetzt in der Erde. Was ihnen jetzt noch fehlt, ist einmal die Stange. Dann werden wir gleich mal gucken, ob es schon was zum Ausgeizen gibt. Wir werden sie angießen und anschließend bekommen sie auch noch einen Mulch. Die Stangen dienen hinterher der Stabilität. Wenn ich die Tomaten eintriebig hochziehe, dann möchte ich die auch anbinden. Und das kann ich wunderbar mit diesen Tomatenstangen machen. Die sind ja auch so ein bisschen gedreht. Und da kann man die Tomate beim Wachstum dann immer vorsichtig drum biegen. So, zwei haben wir. Was uns aufgefallen ist, bei den Tomatenstangen gibt es auf jeden Fall Qualitätsunterschiede. Ich glaube, mein Mann muss die gleich nochmal fester reindrücken. Es gibt welche, die sind sehr, sehr leicht. Von denen würden wir abraten. Also da würde ich nicht sparen, sondern gerne was Vernünftiges kaufen. Die kann man nämlich auch alle Jahre wieder neu verwenden. Ah, das geht doch. Jetzt muss ich aufpassen, dass die Pflanze nicht zerstört. Genau. Die Tomaten sind drin, die Stangen haben wir auch. Übrigens, das sind verzinkte Stangen. Die haben wir jetzt locker bestimmt schon seit 8 Jahren einmal gekauft und es hält sich, es lohnt sich. Was das Tolle daran ist, ist, ihr seht schon, die sind so, ja, so gebogen, gewunden. Das ist ganz klasse, weil jetzt brauche ich keine Bändchen oder irgendwas, um die Tomate festzubinden. Ich kann die einfach immer wieder hier, wenn die wächst, entlang leiten. Das erleichtert mir die Arbeit ungemein. Und da die ja jetzt schon so ziemlich groß sind, kann ich auch schon anfangen, die auszugeizen. Was ist ausgeizen? Die meisten von euch kennen das ja. Bei den, von dem Haupttrieb gehen ja immer wieder Blätter ab und dazwischen, ich sage immer ganz gerne spaßeshalber, die Achselhaare, dazwischen kommen so kleine Triebe und die werden rausgenommen. Das sind Stabtomaten, das heißt, ich will die eintriebig hochziehen und daran wachsen dann die Tomaten und dann mache ich das mit dem Ausgeizen, damit das gut klappt. Ansonsten wird die viel zu buschig. Es gibt natürlich auch Buschtomaten, wie zum Beispiel unsere rote Murmel. Das ist ja eine wilde Tomate, da geize ich gar nichts aus. Die lasse ich einfach so wachsen. Hier bei den Stabtomaten muss ich das aber regelmäßig machen. Das kann auch eine meditative Aufgabe sein, wenn man morgens durch den Garten geht, bei seinen Tomaten vorbeischaut und hier und da eine Runde ausgeizt. Warum mache ich das morgens besser als abends? Da hat einfach die Pflanze noch genügend Zeit, die Wundstellen ja, zu versorgen, abzutrocknen, wieder selber zu verschließen. So, die habe ich jetzt ausgegeizt, jetzt schaue ich bei den anderen mal nach. Als nächster Schritt folgt natürlich das Angießen. Wichtig dabei ist, dass ich möglichst die Blätter nicht mit angieße, sondern direkt den Boden. Jetzt erzähle ich hier Blätter nicht mit angießen. Und mein lieber Gärtner weist mich darauf hin, dass es doch ganz einfach ist, die Brause einfach umzudrehen. Da hätte ich auch selber mal drauf kommen können, weil so kommt das Wasser viel besser auf den Boden. Ein bisschen Mulch habe ich ja noch von vorn hier liegen, den werde ich jetzt auch noch verteilen. Wofür ist der Mulch da? Ich glaube, das wissen wir mittlerweile alle, aber ich erzähle es immer gerne wieder. Zum einen ist es super, um das Wasser möglichst im Boden zu halten, damit die Verdunstung nicht so schnell geht, damit wir nicht so schnell gießen müssen. Aber was auch noch ganz toll ist, wenn es so richtig, richtig, richtig doll regnet, Starkregen, und das Wasser kommt runter auf die Erde und die Erde ist offen, dann spritzt sie nach oben. Und wenn sie aber gemulcht ist, passiert das nicht. Das heißt, die Blätter und die Pflanze bleibt dann sauber. Ihr seht schon, wie ich hier, der Rasenschnitt reicht nicht aus. Auch die Blätter, die ich vorhin abgeschnitten habe. Ich werde mir jetzt noch mal eine Schüssel mit kleinen gehäckselten Stroh holen und damit werde ich die Fläche hier noch mulchen. Der Vorteil vom Stroh im Gegensatz zu dem Grasschnitt ist, das Stroh hält einfach viel, viel länger und zersetzt sich nicht so schnell. Unsere 4 Kandidaten sind jetzt in der Erde. Sie sind gegossen, sie sind gemulcht, sie sind ausgegeizt. Ich hoffe, die Sonne kommt jetzt demnächst mal. Wir haben jetzt gerade aktuell Mitte Mai und ich hoffe, sie wachsen ordentlich. Wie es jetzt mit den Tomaten weitergeht, das seht ihr im weiteren Verlauf von diesem Video.
Jetzt dürften ungefähr 2 bis 3 Wochen vergangen sein. Wir sind hier wieder bei unseren Freilandtomaten und jetzt heißt es mal in Richtung Pflege zu schauen. Gucken wir uns die Pflanzen ein bisschen an, dann sehen wir im unteren Bereich sind Blätter, die etwas blasser, etwas gelblicher geworden sind. Mein Mann und ich haben uns eben besprochen und wir sind der Meinung, dass es wahrscheinlich an den kühlen Temperaturen jetzt im Mai gelegen hat. Denn wenn man sich oben den Neuaustrieb anschaut, ist der saftig tiefdunkelgrün, das sieht gut aus. Hätte die Pflanze einen Nährstoffmangel, dann würde ich doch denken, dass sie hier oben dann auch mit blassen Blättern das gezeigt hätte. Wenn wir uns das jetzt anschauen, dann sehe ich zum einen, dass ich unten nochmal die Blätter einkürzen werde gleich, die so Richtung Boden gehen. Dann werden wir eine Runde nachmulchen. Dann schauen wir auch gleich nach den Geiztrieben und da ist schon wieder ein Insekt, eine Wespe. Und dann werden wir die Pflanzen auch noch an den Stäben entlang leiten, damit sie auch einen stabilen Stand hat. Fangen wir mal an. Die Blätter, die Richtung Boden gehen, die schneide ich ab. Ich will ja gleich nochmal nachmulchen. Ich möchte ja vermeiden, dass die Pflanze Kontakt mit den Blättern und dem Boden hat. Als nächstes schaue ich sie mir an und gucke nach den Geiztrieben. Hier sind so kleine, die kann ich einfach mit den Fingern abknipsen. Und hier hat sich einer gebildet, der relativ groß und dick geworden ist. Der macht jetzt schon Konkurrenz. Das ist jetzt höchste Eisenbahn, den abzumachen. Da der aber so dick ist, nehme ich jetzt hier nicht meine Finger, sondern eine Schere und schneide den jetzt hier einfach ab. Ich möchte die Pflanze ja eintriebig hochführen und genau das mache ich jetzt auch. Ganz vorsichtig schlängel ich die hoch und so kann die weiter wachsen. Ihr wundert euch vielleicht, warum jetzt hier auf einmal 6 Tomaten statt wie vorher 4 standen. Wir haben noch 2 gefunden, 2 Freilandtomaten, wir haben noch ein bisschen Platz. Die haben wir jetzt einfach mal dazu gesetzt, mal gucken, wie die sich machen. Jetzt werde ich noch eine Runde nachmulchen und dann würde ich sagen, sehen wir uns in 2 oder 3 Wochen wieder und schauen, wie sich die Freilandtomaten bis dahin gemacht haben. Wir sind im Juli angekommen, Anfang Juli, und schaut euch das an. Die wachsen unglaublich. Wer hätte nicht gedacht, dass es jetzt so schnell ist. Die ist schon locker ein bisschen größer als ich. Ich schätze mal so 1,80 wird sie haben. Was steht jetzt in der Pflege an? Sie ist sehr gewuchert. Das heißt, ich werde zum einen die unteren Blätter abschneiden. Dann werde ich die auslichten, hier und da ausgeizen, ein bisschen anbinden. Und ihr seht schon, der Stab geht bis hier, das reicht nicht aus. Also werde ich höhere Stäbe einsetzen. Und ich glaube, ich habe da unten sogar was Rotes funkeln sehen. Fangen wir mal an. Unten abschneiden. Jetzt fange ich an, die unteren Blätter hier abzuschneiden, einfach um den Kontakt zum Boden, ja, zu sichern, dass sie keinen Kontakt haben. Wenn die Blätter nicht krank sind, dann verwende ich die auch einfach hier als Mulch weiter. Ich achte darauf, dass ich glatte Schnitte habe. Ja, hier ist ein Geiztrieb schon riesig geworden. Und dann fange ich an, die Pflanze auszulichten. Es soll einfach ein Wind durch die Pflanze ziehen. Bei der geht's jetzt noch. Da drüben ist eine, die ist buschiger, das will ich nicht. Dann schaue ich mal, welche Geiztriebe da sind, die ein bisschen groß geworden sind. Hier ist zum Beispiel einer, zack, gerade abgeschnitten. Der hier kommt auch als Mulch auf den Boden. Was habe ich sonst noch? Einmal entlang. Hier nochmal nachschneiden. Der war nicht ganz so sauber ausgebrochen. Und wenn ich weiter oben gucke, habe ich hier noch einen schönen Geiztrieb, den ich Rauch rausholen werde. Hier habe ich jetzt einen relativ großen Geiztrieb. Aus dem könnte ich jetzt einfach versuchen, nochmal eine neue Tomatenpflanze zu züchten. Das heißt, ich schneide einige Blätter ab, um die Verdunstung zu minimieren. Und ich würde ihn, glaube ich, sogar auch hier nochmal abkürzen. Dann in Wasser stellen, schauen, dass er bewurzelt. Und wenn das klappt, dann hat man nochmal eine Tomatenpflanze. Vielleicht auch als Ersatz für Tomaten, die vielleicht eingegangen sind oder so. Wer da experimentell unterwegs ist, der könnte das auf jeden Fall versuchen. Die nächste Geschichte, ich lege den mal eben zur Seite, ist, wenn man sich jetzt diese Tomate anschaut. Genau, ich habe hier einen starken Trieb und hier einen starken Trieb. Da habe ich ein bisschen verpasst zu pflegen. Da kann ich jetzt überlegen, welchen schneide ich jetzt ab. Theoretisch wäre das hier der Geiztrieb, aber hier sind auch schon Fruchtansätze dran. Hier sind viele Blüten und der wächst schön. Das heißt, ich habe gerade eben mit dem Gärtner besprochen, was denn unsere Lösung sein soll. Und wir werden den hier, der so schräg rüber wächst, rausnehmen. Hier schneide ich jetzt mal ab. Hier ist noch ein Geiztrieb, der kommt direkt mit weg. Und hier ist auch noch einer. Auch den nehme ich raus. Und jetzt hole ich mir einen Stab, um die Tomate weiter nach oben leiten zu können. Jetzt habe ich hier einen Stab gefunden, ein Stäbchen, ein bisschen groß. Man muss ja immer noch einrechnen, dass ein Teil davon in die Erde kommt. So, vorsichtig. Möglichst nah dran, aber nichts kaputt machen.
So, und dann, oh Gott. Ja, das sollte doch hinhauen. Als nächstes will ich die festbinden und ich gucke nochmal, ich greife nochmal zur Schere. Wenn ich jetzt hier gleich festbinde, ich möchte diesen Trieb weiterleiten, da sind die Blüten dran. Und den hier schneide ich nochmal raus. Und als nächstes folgt das Anbinden. Also, erste Geschichte hier beim Auslichten. Regelmäßiger Auslichten, dann ist das Wachstum, glaube ich, einfacher und auch besser für die Pflanze. Immer mal beim Gartenbesuch bei den Freilandtomaten vorbeischauen, Schere in der Tasche, das schadet nicht. So, die erste habe ich versorgt. Es stehen noch 1, 2, 3, 4, 5 andere hier. Die werden wir uns jetzt auch nochmal angucken. Jetzt habe ich hier jede Menge ausgelichtet und ich sehe auch schon die ersten roten Tupfer. Noch nicht alle reif, aber eine habe ich entdeckt bei der Philomena, bei der Bonbon-Tomate. Die ist rot, die geht leicht ab und die ist auch schon weich. Probiere ich die selber? Probiere ich die selber? Ja, ne? Komm. Hm? Entschuldigung, das Geschmatze. Die ist jetzt schon süß. Ich glaube, wenn die noch mehr Sonne abkriegen, die anderen, dann werden das wirklich Bonbon-Tomaten. Noch ein Wort zum Basilikum. Ihr seht hier grünen als auch violetten Basilikum dazwischen. Basilikum und Tomaten harmonieren nicht nur gut auf dem Teller zusammen, sondern auch im Beet. Und hier, die sind so verhältnismäßig eigentlich noch fast klein, die werden bestimmt noch ein bisschen größer. Das ist ja die Black Crim. Ich habe mal gelesen, ich glaube bei einem Zuschauer von uns, dass die Czerny Prinz und die Black Crim, so ähnlich sie sich ja sind, den Unterschied haben, dass die Black Crim es auch ganz gut im Freiland abkönnte. Deswegen steht die hier. Genau das will ich testen, weil die Black Crim mag ich selber sehr gerne. Abwarten, wie es weiterläuft mit den Tomaten. Wenn es eine Neuerung gibt, melden wir uns. Ansonsten sehen wir uns im August wieder. Wir haben es jetzt Mitte August, wir waren ein paar Tage nicht da. Ihr seht es schon, ich stehe hier im absoluten Grün. Hier unten an unseren Freilandtomaten wächst der Basilikum wunderbar, wird oft beerntet, ist eine ganz klasse Sache. Und wenn wir uns jetzt mal die Tomaten anschauen, beispielsweise die COL, TOT, die ganz große hier, sieht man schon, es ist Pflegebedarf angesagt. Und wenn ihr weiterschaut, vielleicht seht ihr es ja, hier sind einige rote Punkte. Das bedeutet, wir werden gleich auch mal die ein oder anderen Früchte zusammen probieren und gucken, wie sie schmecken. Was aber auf jeden Fall ins Auge fällt, ist der Pflegebedarf. Für euch geht das jetzt ein bisschen schneller. Ich lege jetzt los. Ihr seht schon, ich habe einen Hammer in der Hand. Die ist so wackelig geworden, vielleicht vom Gewicht, vielleicht durchs Wetter. Die wird stabilisiert. Wir werden ein bisschen ausschneiden. Und das seht ihr jetzt im Schnellformat. Los geht's. Ich habe jetzt voll den Goldstaub an den Händen. Ihr habt ja gerade gesehen, was ich gemacht habe. Ich habe die Tomaten zum einen stabilisiert, die Spiralstäbe waren zu kurz, das Ganze noch mit Bambusstäben verlängert, die angebunden, weil die wachsen ja ziemlich weit nach oben. Die brauchen schon irgendwie ein bisschen Stabilisierung. Und ihr habt gesehen, dass ich rigoros hier ausgemistet habe. Also da waren große Äste dabei, da waren auch Blüten, da waren auch teilweise Fruchtansätze dabei. Aber ich habe sie trotzdem rigoros rausgenommen. Zum einen, weil die Tomate hier ein bisschen Luft braucht. Und das andere ist, die soll ja die Kraft, die Power in die Früchte stecken, die sie schon dran hat. Wenn ich jetzt alles dran lasse und sage, ich will hamstern, ich will ganz viel, dann schafft die Tomate das gar nicht, die alle auszubilden. Deswegen ziehen wir hier auch eintriebig hoch. Wenn wir jetzt mal schauen, sieht es hier ja ein bisschen nackig auf den ersten Blick, im Gegensatz zu eben aus. Aber das wird die Tomate gut verkraften und ich freue mich schon total auf die Früchte. Hier summt und brummt es, sind jede Menge Bienchen unterwegs. Ihr seht das beim Basilikum, der hat auch viele Blüten. Auch den schneide ich hin und wieder in verschiedenen Ecken wieder runter, dass der neue Blätter, aber auch neue Blüten bilde. Lass aber auch immer ein paar Blüten stehen, eben für die Bienchen. Und das ist kein Problem, da kann man vorsichtig drin rumarbeiten. Die Bienchen tun einem überhaupt nichts, man muss einfach nur gechillt bleiben. Ihr seht schon, es gibt einige rote Punkte.
ich und mein Gärtner, wir sind total neugierig. Wir wollen jetzt mal schauen, wie die schmecken. Zum einen haben wir die COL TOT 298-8. Die Sorte hat noch keinen richtigen Namen. Und wenn sie gut wird, wird sie auch bei uns in den Shop kommen. Und auf der anderen Seite haben wir die Bonbon-Tomate, die Philamina. Wie die jetzt schmeckt, das schauen wir jetzt zusammen. Das ist jetzt die COL. Schauen wir mal. Oh ja, die hat auch ein schönes rotes Fruchtfleisch. Wenig von diesem grünen Strunkansatz, finde ich. Das sieht man ja auch nicht so oft. Ich halbiere die Hälfte nochmal. Ja, das ist so der Klassiker an Tomate. Wer so einfach nur eine ganz normale Tomate haben möchte, guter Qualität, ist damit, glaube ich, gut bedient. Wer im Garten eine Tomate anpflanzen möchte und die nicht überdachen möchte, also die einfach im Freiland oder vielleicht auch im Acker anbauen möchte und nicht nur diese kleinen Wildtomaten haben möchte, sondern wirklich eine klassische Tomate, der ist mit dieser Tomate richtig gut bedient. Die hat eine etwas dickere Schale, aber nicht unangenehm dick. Und im Freiland so gute Tomaten zu ziehen, ich finde, das ist schon bemerkenswert. Auf jeden Fall ein Tipp von uns. Jetzt kommen wir zur Philamina, zur Bonbon-Tomate. Ich muss ja zugeben, die haben wir schon genascht. Die ist sehr süß. Machen wir sie mal auf. Die sieht schon sehr fruchtig und sehr saftig aus. Ich probiere sie mal. Wenn man überlegt, dass man diese Philamina, die Bonbon-Tomate, im Freiland anbauen kann und so erfolgreich, dann ist es ein Traum. Die schmeckt mega süß. Die hat einen Grund, warum die Bonbon-Tomate heißt. Die ist ein Traum für Kinder. Wenn ihr einen Schrebergarten habt oder einen Acker oder einfach zu Hause und vielleicht auch Kinder oder auch keine Kinder, egal, baut diese Tomate an. Die Philamina ist ein Traum. Die ist super lecker. Also alle Daumen nach oben für die Bonbon-Tomate. Man soll ja den Tag nicht vor dem Abend loben. Wir haben jetzt gerade Hochsommer und wie es mit unseren Freilandtomaten jetzt weitergeht, das werden wir in diesem Film auch weiter beobachten. Das heißt, den nächsten Clip, den ihr seht, ist wahrscheinlich dann schätzungsweise im September. Ob die weiter rot geworden sind, wie das Wachstum so ist, das werden wir im weiteren Verlauf sehen. Was nicht zu unterschätzen ist, sind die Basilikumpflanzen. Also die Mischkultur von Tomate und Basilikum passt natürlich nicht nur im Garten gut. Basilikum kennt man ja oft aus dem Supermarkt und dann auf der Fensterbank. Aber man kann ihn auch wunderbar hier im Freiland wachsen lassen und immer wieder beernten. Und wenn man dann gerade auch Tomaten ernten möchte für die Küche, kann man wunderbar auch immer Basilikum mitnehmen. Also nicht nur eine Mischkultur, die gut ist im Beet, sondern eben auch in der Küche. Und jetzt hüpfen wir mal in den Dezember. Nein, Quatsch, in den September. Jetzt im September ist es auf jeden Fall nochmal Zeit zu schauen, wie kann ich meine Tomaten pflegen. Ihr seht schon hier neben mir, das Exemplar ist hier abgebrochen, hier war ein bisschen Sturm. Das heißt, ich werde es hier auf jeden Fall abschneiden. Aber was ist wichtig? Es wird jetzt immer kühler, es wird nicht wärmer werden. Und wenn ich möchte, dass die Früchte, die noch dran sind, auch ausreifen, dann muss ich der Pflanze ein Signal geben, du brauchst nicht mehr weiter zu wachsen. Wie mache ich das? Ich kappe einfach die Spitze. Und das werde ich auch hier tun. Und somit gebe ich der Pflanze die Chance und auch das Signal, dass sie doch bitte die Früchte, die noch dran sind, ausreifen lässt. Die will sich ja weiter vermehren und ihren Artbestand sichern. Ja, jetzt kann man erstmal gucken, hier waren doch aber noch Früchte dran, das stimmt, aber der Teil war abgebrochen und man muss irgendwo dann auch mal einen Cut machen. Diesen Teil werde ich jetzt gleich unten unter die Pflanze legen und auch mulchen, aber hier oben sehe ich noch, hier wächst sie weiter und hier sage ich ihr, liebe Tomate, es ist jetzt Stopp. Zack. Was noch ansteht, ist natürlich die Pflanze wieder insgesamt anzuschauen und zu sehen, habe ich wieder neue Geiztriebe oder muss ich sonst was wegschneiden? Und wenn ich mir sie anschaue, dann sehe ich auch wieder was zu schneiden. So eine Tomate zu beschneiden ist auf jeden Fall auch so eine individuelle Sache. Klar gibt es die Regeln, ich kappe die Spitze, ich gucke nach den Geiztrieben, aber insgesamt schaue ich doch auch, dass es zu der Pflanze selber passt, was ich dann abschneide, wo ich einkürze. Aber wenn man ein bisschen Spaß dran hat und mit den Jahren so ein Gefühl dafür, dann ist es auch gar nicht mehr so schwierig. Einfach machen, ausprobieren, Erfahrung sammeln. Wahnsinn, wie die hier gewachsen ist. Ein Urwald. Ihr habt es gerade gesehen, wir haben die Tomaten gepflegt, beschnitten, oben die Spitze gekappt, damit sie eben weiß, es ist Zeit, die Früchte ausreifen zu lassen. Und wenn bis jetzt noch nicht geschehen, ist es auf jeden Fall Zeit, sich sehr schöne Exemplare auszusuchen
und sich das Saatgut auch zu sichern. Also wenn man das machen möchte, ist es wichtig, dass man eine samenfeste Sorte hat, eine samenfeste Pflanze, am besten auch biologisches, ökologisches Saatgut. Und natürlich kann es sein, die Insekten fliegen ja, dass sich da was eingekreuzt hat. Da müsste man ansonsten die Blüten verhüten. Aber selbst wenn sich was einkreuzt im eigenen Garten, kann das auch ganz spannende neue Pflanzen geben. Wenn ich jetzt gucke, welche Pflanze, also welche Frucht will ich haben? Ich brauche natürlich eine vollreife Frucht. Ist ein bisschen weich. Die beiden Pflanzen sind beide gut. Da würde ich jetzt von beiden mal was nehmen. Die hier sieht gut aus. Und hier drüben gucke ich mal. Haben wir da was dabei? Oh ja, weiter unten, glaube ich. Boah, sind das viele. Ja. Und wie funktioniert das dann? Ich nehme die Früchte, schneide sie auf und lasse das Saatgut in ein Wasserglas einlaufen. Auch man kann mit einem Löffel oder mit dem Finger nachhelfen. Da lasse ich das einen Tag stehen, das ist so ein bisschen fermentiert. Anschließend spüle ich das mit dem Sieb durch und lasse es dann auf dem Teller trocknen. Und erst wenn die wirklich richtig trocken sind, dann kommen die bei mir in die Samentüte und sind ja lagerungsfähig im Dunkeln in einer Papiertüte und für die nächste Saison wieder startklar. Aber nicht vergessen, die unbedingt gut zu beschriften, damit man weiß, was man hat. Ich würde sagen, wir schauen jetzt mal, wie es mit den Tomaten im Oktober weitergeht. Es ist Ende Oktober, bald Anfang November, der Herbst ist da. Unsere Freilandtomaten sind sehr wuchsfreudig, größer als ich. Ich habe fast 1,80, aber schaut euch das mal an. Wir haben zwei Sorten hier, einmal die Philamina, die Bonbon-Tomate. Da habe ich eben schon ein paar Rispen abgenommen, seht ihr hier. Die hat noch sehr viele rote, sie hat so viele Früchte ja, uns geschenkt und wir haben sehr viel geerntet, sehr süße Bonbon-Tomaten. Und natürlich sind jetzt einige noch ja, gelblich oder auch grünlich. Bei Tomaten ist es nicht so die Schwierigkeit, denn die kann man ja wunderbar im Haus nachreifen lassen. Wie macht ihr das? Schreibt uns doch gerne unter das Video in den Kommentaren eure Tipps und Tricks, wie ihr eure Tomaten bei euch nachreifen lasst. Das finden wir ganz klasse und sehr spannend. Und ich glaube, auch untereinander wäre es auch sehr interessant. Ihr seht schon diese zwei Sorten an Freilandtomaten, die wir hier stehen haben. Wir pflegen da jetzt nichts mehr. Es ist jetzt Ende der Zeit. Ich werde jetzt auch nicht nochmal irgendwie ausgeizen oder so. Die bleiben stehen. Wir werden die beernten. Wie gesagt, einige Tomaten nachreifen lassen und dann war es das auch. Aber als Fazit können wir auf jeden Fall sagen, wir sind begeistert von Freilandtomaten. Die Sorte Philamina, die Bonbon-Tomate, die können wir jetzt auch im Shop anbieten. Die andere hier vorne, die, da arbeiten wir noch dran. Die finden wir auch gut. Ich mache mal ein, zwei ab. Die ist ein bisschen größer. Habt ihr ja im Verlauf in dem Video jetzt auch beobachten können. Einmal ganz kurz zum Gucken. Diese Variante jetzt hier. Sie sind sehr, sehr wuchsfreudig, wachsen sehr robust. Also eine absolute Empfehlung von unserer Seite aus. Wir würden gerne von euch noch wissen, wie hat euch das Format gefallen? Also so eine Pflanze oder zwei Pflanzen jetzt über das Jahr hindurch zu begleiten und immer wieder zu schauen, was gibt es da zu tun? Wie hat die sich entwickelt? Auch gerne unter das Video in einen Kommentar. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen nach oben freuen. Wir haben auch was verlinkt für euch. Einmal hier oben unsere Playlist zu den Tomaten. Wir lieben Tomaten. Und hier unten noch ein Video von uns zu einem anderen Nachtschattengewächs, und zwar der Aubergine. Macht's gut, viel Spaß bei euch im Garten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!